Herzlich willkommen, schönen guten Abend zur Auftaktveranstaltung des Welt-Tai-Chi-Qigong-Tages. Heute durchs Programm hat eingeladen, oder werde ich führen, aber eingeladen hat die Bundesvereinigung für Tai-Chi und Qigong. Wir starten heute ein bisschen mit der Vielfalt und mit der Vielfalt der Wolkenhände. Mein Name ist Ute Zahn, ich coache ganz viele Startups, Gründerinnen da und auch große Unternehmen, und ich profitiere total von diesen ganzen von Wissensrepertoire aus dem Tai Chi und Qigong und binde das immer ein. Und ich bin total dankbar, auch wirklich neue Sachen zu lernen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch heute wieder einiges für euch und für mich dabei haben. Wir machen gleich einfach weiter mit dem nächsten Gast, und dafür begrüße ich ganz herzlich den Holger Kates. Hallo. Hallo Holger, schön, dass du bei uns bist. Schön, dass ich da Und sein soll. herzlich willkommen. Und es war jetzt schon mal so ein richtig guter Start durch die Susanne in die Wolkenhände rein. Und wir haben vielleicht auch einfach mal alle angefangen. Und wenn ich jetzt mal so richtig angefangen habe mit den Wolkenhände, so was ist eigentlich gut zu wissen zum Start? Also was ist eigentlich wichtig bei den Wolkenhänden, wenn ich damit richtig anfange? Naja, was ist wichtig? Die Susanne hat vorhin von der Vielfalt gesprochen, und die Vielfalt, die sehen wir auch als eines der großen Teile in dem Umfeld Tai Chi. Und das Bild hängt. Kann das sein? Nee, ist Nee, alles gut. gut. Okay, und in diesem Umfeld ist für uns auch genau wichtig, diese Diversität darzustellen. Also eine Lehrerin im Gymnasium hat zu mir mal gesagt, Kunst kommt von Können, aber auch von Kennen, und hat uns da die Angst von der Kunstgeschichte genommen und von der Farbenlehre. Und genauso sehen wir es in China Kampfkunst halt auch. Also wir würden mit einem Anfänger natürlich erstmal mit Bewegungen beginnen, um die eigene Körpererfahrung zu machen, aber starten dann immer tiefer rein in die unterschiedlichen Thematiken, die man so mit Tai Chi zusammenbringen kann. Ich zeige es ja nachher jetzt gleich mit Biomechanik, aber man könnte ja theoretisch auch im chinesischen Kulturkreis bleiben. Da gibt es die traditionelle chinesische Medizin, wir haben die chinesische Kultur und Denkweise, wir haben die Geschichte und viele Dinge rund um das tolle Themengebiet Tai Chi. Am Schluss vielleicht auch ein kleines bisschen, wenn wir dann Medizin und Biomechanik und vielleicht auch Maschinenbau mit reinbringen, ist es ein Ticken entmystifiziert, aber das heißt ja lange noch nicht, dass Tai Chi wirklich ein wundervolles Hobby ist, das man betreiben kann. Okay, jetzt hast du uns schon so ein bisschen so deinen Schwerpunkt genannt und was wir gleich erwarten oder was wir erwarten können. Vielleicht sagst du uns noch irgendwie, wo finden wir dich? Also wo können wir dich besuchen? Wo bist du zu Hause? Und vielleicht auch noch so, welche Teilnehmer kommen denn so in der Regel zu dir? Ja, zu mir. Ich rede gern von uns, weil ich nicht nur als Dozent und als Ausbilder mit dem Siegel vom BVTQ unterwegs bin, sondern auch einen Verein gegründet habe vor 20 Jahren, China Kampfkunst e.V. Wir sind hier im Saarland und der Westpfalz unterwegs, haben an 6 Standorten Training, und das ist fortlaufend, und haben dann noch ein großes Seminarprogramm, das wir sehr abwechslungsreich gestalten, zum Teil auch für Externe, vieles aber auch für unsere Mitglieder, um denen eben diese ganzen Aspekte näher zu bringen, die wir so auf der Pfanne haben. Wer kommt? Das ist auch wieder das Schöne an Tai Chi. Kommen tut bei uns die 16-jährige Schülerin bis zum über 50-jährigen Chefarzt. Und genau das macht, glaube ich, auch Tai Chi aus und auch unseren Verein. Und da bin ich nicht nur als Ausbilder stolz drauf, sondern auch als Vorsitzender, dass wir da eine unheimlich große Diversifizierung haben und einfach einen tollen, bunten Haufen haben, der Spaß an Tai Chi hat. Das ist ja schon mal sehr spannend. Dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der Vielfalt der Biomechanik in den Wolkenhänden, und los geht's. Hallo, mein Name ist Holger Kates vom Verein China Kampfkunst e.V.
Ich will euch heute mal ein paar Impulse geben, wie wir Erkenntnisse aus den westlichen Wissenschaften dazu verwenden können, unser Üben in den östlichen Kampfkünsten und Meditationstechniken zu bereichern. Eine dieser Erkenntnisse ist das Modell von Tensegrity. Der Begriff Tensegrity ist eine Wortzusammenfügung aus zwei englischen Begriffen, nämlich Tension für Spannung oder Zug und Integrity für Zusammenhang oder Zusammenhalt. Mit Tensegrity ist ursprünglich ein Prinzip aus der Bauwerkstechnik gemeint. Der Begriff wurde wahrscheinlich geprägt von zwei US-amerikanischen Architekten und ist ein Prinzip, bei dem Tragwerke, also irgendwelche Stöckchen, durch Seile gehalten werden und damit ganz stabile Verbindungen eingehen. Eins der berühmtesten Bauwerke in Deutschland, was auf solch einem Prinzip beruht, ist das Dach vom Olympiastadion in München. Habt ihr bestimmt in so ein Bild im Kopf davon. Ich habe euch heute mal ein kleines Modell mitgebracht, anhand dessen ich euch das Prinzip verdeutlichen will. Kommt dazu etwas näher. Und zwar haben wir hier ein Modell aus Klemmbausteinen. Das besteht aus zwei Teilen, die zusammen mit Seilen verbunden sind. Und die irgendwann wie von Zauberhand zusammen ein Tragwerk ergeben, das sehr stabil ist. Und das ist so etwa die Idee im Tensegrity in dieser Architekturmethode oder Baustatik. Und das Schöne hier dran ist, dass ich dieses Modell von allen Seiten so ein kleines bisschen berühren kann. Und trotzdem, seht ihr, pendelt das immer wieder ein in eine Ruheposition und reagiert von außen betrachtet. Und was können wir daraus lernen? Das ist ein Modell, das auf äußeren Einfluss reagiert. Ja, also wenn ich drücke, dann reagiert dieses Bauwerk und es bringt sich wieder in eine stabile Lage. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, das macht das mehr oder weniger unmittelbar. Habt ihr gesehen? Also sobald ich drücke, ändert sich das Modell, die Statik. Und wenn der Druck weggeht, dann geht es wieder in eine andere Position. Und der Punkt 3 ist, und das lässt sich halt super mit so einem einfachen Lego-Modell verdeutlichen, das braucht kein Gehirn. Da ist kein Computer irgendwo eingebaut, da wird nichts gemessen und darauf reagiert, sondern das System bleibt für sich geschlossen und reagiert eigenständig ohne eine steuernde Instanz. Okay? Aber wie können wir damit unser Tai Chi bereichern? Dazu müssen wir uns noch einen zweiten Begriff anschauen, den Begriff der Faszien. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Faszien stelle ich mir vereinfacht vor als eine Struktur durch unseren Körper, die sowohl unsere Sehnen als auch die Bänder bis hin zu den Muskeln umgibt und damit ganz lange Stränge durch unseren Körper darstellt. Diese Faszien können wir uns im Prinzip auch als Seil vorstellen, an denen auch Knochen in der Nähe sind. Also im Endeffekt haben wir wieder eine ähnliche Struktur. Knochen, Stäbchen und Seile. Man sagt auch, dass bei einem toten Körper das Fleisch von den Knochen hängt und bei einem lebendigen Körper die Knochen an den Faszien oder an den Muskeln hängen. Und genau das wollen wir uns jetzt mal mit einer kleinen Übung erschließen. Stellt euch doch alle mal in einen lockeren Reiterstand. Und wir üben zusammen die Übung Wu Qi, die Grundhaltung, die im Tai Chi und Qigong eine ganz wichtige Rolle spielt. Beim Wu Qi, das übersetzt übrigens kein Extrem bedeutet, können wir uns ganz gut verdeutlichen, wie unsere Knochen an unseren Muskeln, an dem Fleisch hängen. Also die Faszien, das Tensegrity-Modell, gut umgesetzt werden kann. Dazu starten wir mal damit, dass wir es absichtlich Stück für Stück falsch machen. Also folgt mir alle mal damit, dass wir erstmal unsere Hände ein bisschen zusammenballen. Fast wie eine Faust, nicht ganz. Und dann öffnet ihr wieder die Finger und überstreckt sowohl die Finger, alle fünf Finger, als auch damit die Handfläche. Und kommt wieder zusammen in so eine bisschen Fausthaltung mehr oder weniger und dann wieder öffnen
und überstrecken. Und das macht ihr jetzt mal ein paar Mal und achtet mal drauf, dass zwischendurch irgendwo eine angenehme Zwischenposition ist. Und beim nächsten Mal durch diese Zwischenposition haltet ihr die Finger. Und jetzt gehen wir zum nächsten, den Handgelenken. Ihr klappt jetzt mal mit der lockeren Bewegung, mit der lockeren Haltung eurer Finger, die Handgelenke in beide Richtungen ganz extrem ab. Und auch hier ist es so, dass ihr in den Extremen irgendwo dazwischen eine Position habt, die ihr eigentlich ganz gut findet. Bleibt mal beim nächsten Mal in dieser Position stehen. Jetzt nehmen wir die Ellbogen. Ihr klappt mal die Ellbogen ganz weit ein. Handgelenke und Finger bleiben, so wie wir sie jetzt gerade schon als gute Position gefunden haben. Und jetzt überstreckt ihr die Ellbogen. Und wieder zusammen und ganz ran. Und auch hier findet ihr eine Mittelposition, in der ihr euch wahrscheinlich ein gutes Stückchen wohler fühlt. Macht trotzdem mal die Extreme. Super. Und jetzt kommen wir irgendwann wieder zur Mitte, wo wir das gut finden. Und jetzt machen wir dasselbe mit unseren Schultern. Wir gehen also mit den Schultern ganz weit nach vorne. Der Rücken wölbt sich ganz weit. Und dasselbe wieder öffnen. Aber viel zu weit. Schultern ganz weit nach hinten. Als könntet ihr hinten zwischen den Schulterblättern eine Orange zerquetschen. Und wieder nach vorne. Und nach hinten. Und nochmal vor. Und zurück. Und jetzt beim nächsten Mal bleibt ihr in der Mittelposition, die ihr gut findet, stehen. Und jetzt haben wir mal zumindest von unseren Schultern bis zu den Fingern die Faszie im Arm, die übrigens von der Lage ganz gut zum Lungenmeridian passt, in einer guten Mittelposition. Dann lasst ihr die Hände sinken und könnt aus dem Stand rausgehen. So, was haben wir da jetzt geübt? So eine Muskelbewegung, so eine Armbewegung um ein Gelenk, die arbeitet immer mit zwei Muskeln. Also wenn ich es euch mal hier zeige, da ist ein Muskel, mein Bizeps, der macht die Beugung und da ist ein Trizeps da hinten. Der entspannt sich dabei. Wenn der dagegen halten wird, könnte ich den Arm nicht beugen. Und die beiden, die arbeiten im Prinzip gegeneinander. Man sagt der Agonist und der Antagonist oder in der Streckung umgekehrt. Da gibt es noch Hilfsmuskel, aber die ignorieren wir jetzt mal. Und diese zwei Muskeln oder wenn wir es jetzt vom Tensegrity-Modell aus sehen wollen, diese zwei Seile, die wollen wir beide auf einer guten Grundspannung halten. Wir wollen weder den einen komplett auf Spannung bringen, noch einen komplett erschlaffen lassen. Und das ist das, was ihr da gefunden habt. Das ist eine gute Position in der Mitte. Das Gelenk ist in keiner Richtung überstreckt. Und das liegt im Prinzip an den Seilen, an den Stäbchen, wie eben im kleinen Lego-Modell. Okay, gut. Und daraus leitet sich eigentlich jetzt auch schon was ab, was ihr schon lange im Tai Chi oder im Qigong übt. Nämlich, dass wir eine gute Körperhaltung haben und die ist weder ganz besonders angespannt, noch ist sie schlaff. Also so ist keine Tai-Chi-Haltung und so ist auch keine Tai-Chi-Haltung, sondern dazwischen, sodass wir in einer guten Stellung unseres Fasziensystems sind oder dass wir zusammenhalten mit Spannung, so wie das Modell, das ich eben gezeigt habe. Was das jetzt in Partnerübungen bedeutet, das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr also zu zweit vorm Monitor sitzt, dann könnt ihr jetzt zusammen üben. Ansonsten könnt ihr euch das Video ja auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal angucken und vielleicht mit einem zweiten Trainingspartner von euch üben. Dazu bräuchte ich aber jetzt auch einen Partner. Und was euer Partner jetzt macht, ist, sich in diesen Wuji, den wir gerade geübt haben, zu stellen. Das heißt, beginnend von dem Punkt zwischen euren Schulterblättern über den ganzen Arm bis zu den Fingerspitzen stellen wir hier einen möglichst guten Kreis dar. Genau. Und jetzt mache ich das, was ich eben bei dem Lego-Modell auch gemacht habe.
Ich drücke jetzt gleich mal an verschiedenen Stellen dieses Kreises und ihr könnt mal beobachten und dann bei euch selber auch einüben, was dann passiert mit dem Gesamtsystem. Ich drücke mal hier so ein ganz kleines bisschen und ihr seht vielleicht, dass bei der Angelika jetzt so ein kleines bisschen sich das System justiert. Ich kann sogar ein bisschen mehr drücken und ich merke, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als würde ich gegen so eine Gummimasse drücken, einen dicken Ball. Und ich merke, dass dieses Gesamtsystem zwar sich um mich herum bewegt und auf meinen Druck reagiert, aber grundsätzlich ich nicht das Gefühl habe, dass ich zu ihrem Stamm, also zu ihr als Person komme, um sie wegzuschubsen. Und die Fortgeschrittenen unter euch haben bestimmt schon davon was gehört, wenn ihr mal die 13 Grundtechniken, die 8 Hände studiert habt. Da haben wir die erste Grundtechnik, Pong, decken oder schützen. Und das könnte man vielleicht auch damit zusammenbringen wollen. Gut, wenn wir jetzt mal so einen Gegensatz machen, die Angelika macht mal die linke Hand nach unten. Wir haben die eine Hand nach vorne und wir machen das jetzt mal nur mit einer Hand. Dann merkt ihr, dass euer System hier im Arm ganz gut funktioniert. Vielleicht ist es im Gegensatz zu eben ein kleines bisschen Disbalance. Die kann auch anders sein. Die könnte zum Beispiel hier nach unten sein, aber trotzdem dem gleichen Prinzip folgen. Und jetzt merkt ihr vielleicht, dass das sogar ein kleines bisschen besser ist, als wenn die eine Hand schlaff nach unten hängt. Und jetzt könnt ihr mal alle probieren, ihr nehmt mal eure Hand und knickt, oder euren Arm und knickt den ein gutes Stückchen mehr. Und euer Trainingspartner drückt jetzt genauso fest, spontan, nicht zu übertrieben und explosiv, spontan hier ein bisschen mehr. Und dann merkt ihr, dass euer System ein Stückchen mehr aus der Balance kommt. Und das ist einfach erklärt. Wir haben ja eben gesagt, was sind die Vorteile vom Tensegrity-Modell? Kein Durchgriff auf die Mitte. Eine unmittelbare, direkte Reaktion auf äußeren Einfluss. Und keine verarbeitende Datenstruktur. Also, Tensegrity hier in dem Moment heißt, die Faszie spürt den Druck von außen und das Gesamtsystem justiert sich vollautomatisch. Hier ist es so, die Faszie ist gestört. Der Druck von mir wird erst einmal rezeptorisch ins Gehirn von der Angelika geleitet, die merkt, da drückt ja jemand und arbeitet dann dagegen, gibt einen Muskelimpuls an die Oberarmmuskulatur und so weiter. Und damit wird, das merkt ihr bestimmt, wird das, diese Reaktion auf den äußeren Einfluss für euch direkt langsamer und sie wird gewaltsamer. Das merkt auch der, der locker von außen drückt. Hier habe ich das Gefühl, die Angelika muss jetzt wirklich mit Muskelkraft, die arbeitet gegen mich. Das fühlt sich eher an, als würde ich so einen Stein vor mir herschieben. Sitzt sie in der integrierten Position und ich drücke, dann ist das für mich wie ein fest aufgeblasener Gummiball. Okay, das könnt ihr ja mal durchaus wiederholen in den nächsten Tagen. Vielleicht mit Partnern zusammen, wenn ihr es jetzt noch nicht erfasst habt, beziehungsweise wenn es zu schnell gegangen ist. Und dann kommen wir zum letzten Teil meiner Einheit. Vielen Dank, Angelika. Denn jetzt wiederholen wir aus dem Prinzip der Körperhaltung auf Basis des Tensegrity-Modells, wiederholen wir unsere Übung, die Hände wie Wolken bewegen. Dazu stellt ihr euch wieder in den Stand. Und ihr achtet jetzt mal darauf, dass ihr die Körperhaltung, die wir eben eingeübt habt, dass ihr die in den Wolkenhänden dann übernehmt und weiter beibehaltet. Ihr macht also die Drehungen, denkt auch durchaus an das, was Susanne euch gerade eben erklärt hat. All eure Körpergelenke jetzt im Speziellen in den Armen gehen in keine Extrempositionen. Ihr haltet die Mittelstellungen eurer Gelenke ein. Das hat erstmal nichts damit zu tun, ob euer Schultergelenk den Arm nach unten lässt oder nach oben hält.
Atmet ruhig weiter. Und lernt kennen, dass es durchaus einen Unterschied gibt zwischen Entspannung und Schlaffheit. Noch einmal auf jeder Seite. Dann beenden wir die Übung. Okay, das war jetzt wirklich auf die Schnelle erklärt, wie das Modell Tensegrity zusammenhängen kann mit den Grundhaltungen im Tai Chi und wie sich daraus Vorteile ergeben für unsere Kampfkünste bzw. unsere Meditationstechniken und auch natürlich für den Gesundheitsaspekt sowohl im Tai Chi als auch im Qigong. Mir ist klar, dass das jetzt alles sehr viel und sehr schnell war. Dazu gibt es bestimmt auch noch die Gelegenheit, nachher zu reden oder auch in einem speziellen Seminar dazu. Ich würde mich freuen, wenn ich euch einen kleinen Impuls gesetzt habe. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß im weiteren Programm. Zaijian.